in der Richtung Mitte, wo ich stand. Ich habe es nur geschafft, ein Pferd an die Mähne zu packen und wollte draufspringen, aber es ist mir nicht mehr gelungen. Und die Pferde drückten von allen Seiten und auf einmal waren so viele da und ich mittendrin. Und dann, so wie sich die Pferde bewegt hat, so manchmal im Kreise, und so, auf einmal öffnet sich die Herde und ich sah einen Felsen vor mir, da bin ich draufgesprungen. Und es war so viel Staub eigentlich. Und ich stand da und als ich ein bisschen Staub gelegt hat, habe ich gewunken, hier bin ich. Und die hatten richtig Angst um mich gehabt. Und ich, wenn ich die Szene jetzt sehe, tatsächlich, da sieht man, wie ich mitten in dieser Herde verschwinde. Bin ich weg. Staub. Nichts. Und das sind wirklich Momente, wo man ganz coolen Kopf behalten muss. Weil in dem Moment, wenn man durchdreht und einfach nur festgehalten und die Pferde haben getreten auf meine Füße, das habe ich nicht gespürt. Du musst jetzt mitgehen. Naja. Es steht schon was manchmal beim Drehen. Das, ja. Aber du hast ja eigentlich nie Doubles verwendet. Du hast ja deine Stunts eigentlich alle selber gemacht. Ja. Ja. Und da hätte ich ein Double gebraucht. Ja. Aber du lebst noch, alle Knochen sind. Ja, noch das ist wichtig, genau. Ja. Nichts passiert, auf Holz klopfen. Das sagt deine, ja. Ja, das ist ein Beifall wert. Ja. Sportskanone. Wo reitest du? Kein Problem, Doma. Ich habe voriges Jahr wieder Bad Segeberg nochmal gespielt. Und kein Problem, auf Pferd, Reiten, Fechten, an mich fechten, kämpfen, alles. Ja. Kein Problem. Und ich sag mal so, 20 Jahre ist auch schon eine Weile her, ne? Ja. 20 Jahre. Ja. Bei den Männern? Oder ich sehe nichts. Man braucht keine Angst haben davor, jeder wird alt. Warum soll man Angst haben, oder? Ich meine, jedes Alter hat seine Reize. Aber ich finde, wenn man sich selber, sag mal, diszipliniert, ich habe nie geraucht. Alkohol habe ich mal ab und zu, hat man mich in der DDR ein bisschen versaut, hat man beigebracht, mal ab und zu ein Bier zu trinken. Und, aber heute mache ich das gar nicht mehr. Schmeckt mir einfach nicht. Ich trinke ein Bier, aber alkoholfrei.